Herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, Dudes und Dudinen. Wir spielen heute Werde zur Legende gegen AS Rom mit unserem Verein Juventus Turin. Und ich bin da hier, ein Teil der Mannschaft. Und wir wollen heute sehr viel verteilen, austeilen, aber auf jeden Fall so wenig wie möglich einstecken. Ich wollte irgendwas wieder mit Teilen sagen. Darfst den Ball auch abgeben. Das muss man denen auch nochmal ein bisschen lauter sagen, damit die es auch mal checken. Darfst den Ball auch abgeben. Oder eben, ich tändel hier herum mit dem Ball, bis mir der Gegner den fünfmal abgenommen hat. Warum nicht? Ich kann's. Da geht's wieder los. Es hört einfach nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Sie checken's nicht. Die KI kommt einfach nicht drauf klar, wenn sie bedrängt wird, abzugeben. Warum gebt ihr nicht ab? Pass auf. Das war gut. Das war gut. Scheiße, und ich spiele auch so scheiße. Ja, das geht bei PS nicht ganz so gut. Aber das war in Ordnung. Das war tatsächlich super. Ich war erstaunt, dass er den Ball abgegeben hat. Ich habe nicht angefordert, als würde ich sowas machen. Ja, ich habe den Ball nicht angefordert. Sondern habe mich der Situation hingegeben. Leider war die nicht sensationell optimal. Und da habe ich den Ball doch schon... Au. Weggegrätscht. Also es stört mich halt so ein bisschen. Und Javinho, der kann sich hier ein bisschen absetzen. Er hätte 500 Mal abgeben können. Müssen. Macht aber nicht. Er kämpft bis die Welt untergeht. Er hört nicht auf, mit dem Ball zu laufen. Mal gucken, was Asamoah jetzt macht. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oder? Also ist. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dieses, ich lauf bis zum Tode. Ja, spitze. Ahne ich natürlich nicht, dass der auf mich gespielt wird. Und das ist natürlich gut. AS Rom 1-0, Spitze, GG Anderson. Weil plötzlich mal aus nichts heraus ein Ball für mich kommt, aber ich wurde natürlich perfekt gedeckt. Das sieht daran, dass ich halt zu spät erst sehe, wann der Ball so für mich sozusagen ist. Mhm. Okay. Jo, gut. Jo, gut. Kann man machen. Halt dein Maul. Ihr kriegt jetzt hier alle eine Grätsche von mir. Ihr kriegt alle eine Grätsche. Komm her, Javinho. Was? Gar nichts war da los. So. Ich grätsch die alle weg, die Spasten. Ja. Schade. Da habe ich angefordert, da habe ich das tatsächlich gemacht. Und ich laufe jetzt einfach über den kompletten Parcours, weil unsere Mannschaft irgendwie nicht damit klarkommt, wenn ich nicht mitmache. Ich muss alles mitmachen. Ich muss komplett alles sein. Warum? Also ich weiß, dass es bei Schalke die ganze Zeit lang so ultra krass gut lief. Hier in Italien läuft es erstmal wieder mal nicht so gut, ne? Also, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Aber wir liegen hinten. Ich kann da nichts dran ändern. Ich kann da nichts machen. Ich müsste halt noch besser spielen. Das Problem ist, dass ich nicht noch besser spielen kann. Das ist ja das Doofe an der ganzen Geschichte. Und unsere Mannschaft es offensichtlich auch nicht kann. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Aber na gut, liegen wir hinten. Was soll man machen? Erste Halbzeit vorbei.
Wenn es nach mir ginge, würden wir jetzt versuchen, irgendwie noch Schüsse aufs Tor zu kriegen. Wir sind hier zu Hause. Spielen aber eher so, als würde uns das Ganze nichts interessieren. Wir kommen einfach nicht klar. Und es kann ja nicht nur an mir liegen hier, oder was? Dass hier nichts läuft, oder wie? Also, wenn das an mir liegt, dann tut mir es leid. Ich probiere, hier so viel wie möglich zu machen, aber das ist ja schwierig. Die spielen sehr gut, die Römer. Er könnte den Ball spielen, trifft nur den Mann. Okay, den hier umgehauen. Ach, schade. Ja, es will heute nicht. Das will heute nicht. Das sieht nicht gut aus. Mit Juve. Eine ganz schlechte Station aktuell bei uns. Ganz, ganz schlecht. Ach so, für mich hier. Okay, da muss man auch erstmal mit rechnen, ne? Da muss man auch erstmal mit rechnen. Plötzlich so aus dem Nichts hier, Spiel. Oh, Junge, Mann. Jo, okay. Also, die ballern rein, wie nichts Gutes. Jetzt machen die Spitze, also die grätschen hier weg, was geht, ne? Nö, also, abgeben wird überbewertet, ey. Abspielen, passen, irgendwo hin. Es wird nur dann gespielt, wenn man es halt nicht brauchen kann. Das ist doch natürlich klar. Also, wer spielt denn hier schon einen Pass, wenn er auch bedrängt den Ball verlieren kann? Sorry für den Sarkasmus, aber irgendwie reizt mich die KI heute extrem wieder. Weil es ist einfach seit Tagen, sozusagen seit Spieltagen das Gleiche, dass einfach da nichts geschissen geht. Doch nicht sein Ernst, ey. Wer soll den denn kriegen? Wer soll den denn kriegen? Das ist doch echt unglaublich. Also ich verstehe es nicht. Freunde, wer soll den denn kriegen jetzt? Im Ernst. Spiel den doch wenigstens flach, dass ich auch irgendwie noch rankommen kann. Aber so bis vielleicht noch zur Eckfahne den schießen oder wie? Hat Rom echt eine super Chance genutzt. Alles bestens gemacht. Es interessiert einfach keinen Spieler, was da auf dem Platz ist. Ich kann es gerade nicht erklären. Bei Schalke lief es so gut. Schalke ist wahrscheinlich die 2000-mal bessere Mannschaft. Ich muss hier einfach alles niedermetzeln, was auf dem Platz rumläuft. Weil es geht nicht anders. Jungs, was spielt ihr denn für eine Scheiße? Ich will nicht sagen, dass ich hier den Stein der Weisen habe. Ballannahme läuft. Jetzt kommt er daran. Das ist so klar. Das ist so klar. Es ist so klar. Ja, ja, wirklich. Wir sind schon am Ball. Nein, ich gebe den Ball nicht ab an meinen Keeper. Ich warte, bis er mir den abläuft. Genau. Ach, komm schon. Das ist doch nicht dein Ernst. Was macht die KI denn da? Ich hab ihn. Sekunde. Er bedrängt mich. Ja, okay. Spiele ich ab? Nö, ich lege ihn mir vor. Und jetzt hat er ihn. Ja, es ist doch echt unglaublich. Also es ist ja... Wenn ich scheiße spiele und... Ja, genau, da werde ich ausgewechselt. Ist natürlich klar. Wenn ich scheiße spiele, ist das ja okay. Ja, dann... Aber ich erwarte doch von der Mannschaft irgendwie mal ein bisschen was. Ich bin hier nur ein Mann, aber das ist ja kollektives Komplettversagen. Die wissen nicht, wohin sie spielen sollen, wie sie spielen sollen, ob sie überhaupt abgeben sollen, wissen sie nicht. Die haben ja gar keinen Bock. Die haben ja gar keinen Bock. Also ich glaube, das dauert einfach noch ein paar Spiele, bis die gut werden oder so. Keine Ahnung. Die haben so eine gute Mannschaft. Und die spielen hier so... Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich hier spielen soll. Es tut mir leid, dass die Folge hier so
so schlecht ist. Ich habe natürlich auch mega beschissen gespielt, natürlich, aber man ist ja in diesem Kollektiv der Beschissenheit. Da geht nichts anderes. Was soll ich machen? Ich versuche die ganze Mannschaft schon zu ersetzen. Ich versuche alles wegzuballern, was da auf dem Feld rumläuft. Keiner will den Ball haben, nichts. Oh. Das kann doch nicht sein, ey. Wie sollen wir das schaffen? Ja, Tagesform. Im Arsch. Ja, nee, keine Ahnung. Also da müssen wir erstmal schauen, wie das hier weiterläuft. Also, kein Plan. Kein Plan, worum es bei der Mannschaft heute überhaupt nicht. Also es geht ja die letzten Spiele einfach gar nichts. Es geht nichts. Und das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Na gut, ich probiere es weiter. Ich bin schlecht drauf. Das heißt, meine Werte sind im Keller. Das heißt, es wird auch nicht gut laufen gegen Sporting. Mal schauen. Ich sag danke. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.